Hi, ich bin Iris und heute gibt es wieder mal einen Tag und zwar den Never Will I Ever Tag. Und ja, dieses Video wollte ich eigentlich schon viel früher machen, aber damals hatte ich die passenden Bücher noch nicht zu den Aufgaben dazu, weil ja, bei manchen Aufgaben, da wusste ich einfach noch nicht, welches Buch ich dazu nehmen soll. Mittlerweile habe ich aber die passenden Bücher zu den Aufgaben und deswegen ja, werde ich dieses Video jetzt drehen und meine beste Freundin, die ist wieder hinter der Kamera und liest dann die Aufgaben dazu vor. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach gleich mal. Niemals werde ich es schaffen. Und zwar habe ich mir zu diesem Buch, das war nämlich auch so eine Frage, da wusste ich nicht, was ich nehmen soll, beziehungsweise Aufgabe. Und zwar blende ich euch das Buch hier ein. Es ist Never Loved Before von Monica Murphy. Und ja, die zwei werde ich nie im Leben shippen, weil das Liebespaar ist ein Mädchen, das mit 12 Jahren entführt wurde und von dem Typen, der sie entführt hat, halt so richtig hardcore vergewaltigt wurde und die verliebt sich dann in den Sohn von den Entführer, beziehungsweise der Entführer, also der Sohn von dem Entführer, das ist Mädchen. Und Jahre später begegnen sie sich wieder und verlieben sich. Und diese Liebesgeschichte werde ich niemals im Leben shippen. Also das werde ich niemals irgendwie schön finden oder ja, nein, also die sollen machen, was sie wollen, aber nee, ich werde das trotzdem nicht weiterlesen, weil dazu gibt es ja noch einen zweiten Band, den werde ich auf keinen Fall lesen, weil ich kann das einfach überhaupt nicht nachvollziehen, so weder nachvollziehen noch mitfühlen oder nachempfinden. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, deswegen werde ich das nie im Leben shippen. Niemals werde ich dieses Ende vergessen. Da habe ich ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes ausgewählt. Und zwar, ich meine, die meisten von euch kennen den Film oder das Buch, von daher wisst ihr, wovon ich rede. Und dieses Ende war halt einfach so wunderschön und traurig. Und das Buch allgemein ist ja auch schon so richtig wunderschön. Am Anfang ist es halt eher so die lustige Seite, die einen an dem Buch fesselt. Also die ganze Familie von der Louisa Clark, die total lustig ist und immer wieder so Späße macht und die halt so irgendwo auch wieder verarscht. Ich finde es so richtig cool und ich feiere die Familie halt einfach. Und Louisa Clark, also sie selbst auch einfach mit ihrem komischen Klamottenstil, der irgendwie ein bisschen weird ist, aber trotzdem hatte sie halt irgendwie sowas, was andere Leute noch nicht hatten. Und ich hatte noch nie eine Protagonistin, die so komische Outfits anhat und es so richtig feiert, dass sie so den richtig extravaganten Stil hat. Und ja, das fand ich super. Deswegen habe ich dieses Buch dazu ausgewählt. Und ja, falls ihr es noch nicht gelesen habt, dann müsst ihr es auf jeden Fall lesen, weil dieses Buch ist wunderschön und auf jeden Fall ein Highlight. Niemals werde ich über diesen Tod hinwegkommen. Für diese Aufgabe habe ich mir Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Cherry rausgesucht, denn dieses Buch hatte etwas, also einen Tod, den ich überhaupt nicht verkraften konnte und der mich so unfassbar zum Schluchzen gebracht hat. Und ich habe halt einfach überhaupt nicht erwartet, dass das passiert. Und es war so plötzlich und ich war halt einfach richtig schockiert. Und über diesen Tod werde ich einfach nie hinwegkommen. Aber die Geschichte dahinter, also allgemeine Geschichte, ist wunderschön. Und wenn ihr auf so richtig traurige New Adult-Geschichten steht, dann müsst ihr das auf jeden Fall lesen. Und ja, dieses Buch hat mich einfach fertig gemacht und vor allem auch dieser Tod. Und es war so schrecklich und wunderschön, aber es war hauptsächlich einfach nur total schrecklich und ja, hat mir das Herz ehrlich gesagt auch so ein bisschen zerbrochen. Aber was soll man machen? Ich habe die Charaktere halt einfach geliebt und wenn man da einen verliert, dann tut es halt einfach so im Herzen weh. Und in dem Buch hat es mir halt wirklich arg doll wehgetan und deswegen werde ich diesen Tod einfach nie im Leben verkraften. Und ja, wenn ihr das Buch gelesen habt, dann wisst ihr, was ich meine und. Niemals werde ich aufhören, wegen diesem Buch zu weinen. Da habe ich mir Heartbeat Love von James Patterson und Emily Raymond ausgesucht. Und aus einem ganz bestimmten Grund, denn bei diesem Buch musste ich genauso schluchzen wie bei Verliebt in Mr. Daniels. Und dieses Buch, also man ahnt einfach am Anfang nicht, weil es am Anfang erstmal so eine lockere Roadtrip-Liebesgeschichte ist, die halt so super süß ist, mit so ein paar Problemen, aber man rechnet einfach nicht mit dem, was da letztendlich kommt. Und am Ende, ich musste so unglaublich doll weinen. Das war so schlimm. Und ich glaube, wenn ich dieses Buch nochmal lese, dann werde ich genauso heulen wie beim ersten Mal. Und selbst wenn ich das Buch dann nochmal lese, also ich glaube, bei dem Buch werde ich auch immer heulen müssen, weil es einfach so unfassbar traurig ist. Und wenn ihr das Schicksal des miesen Verräters schon mögt, dann müsst ihr dieses Buch auf jeden Fall lesen, weil dieses Buch in meinen Augen sehr, sehr viel besser ist als das Schicksal des miesen Verräters und auf jeden Fall auch trauriger. Und ja, dieses Buch ist verdammt traurig und ich liebe es. Niemals werde ich dieses Buch lesen. Dazu hatte ich nämlich auch noch keine Bücher. Die habe ich jetzt erst vor kurzem ja, gefunden, sag ich mal. Und zwar geht es um die Bücher von Nicholas Sparks. Ich habe jetzt wieder ein Buch von ihm angefangen, diesmal als Hörbuch, habe aber auch dieses Buch abgebrochen, weil ich einfach nicht konnte. Also ich liebe seine Geschichten, ich liebe die Filme,
Aber die Erzählweise, also die Bücher, wie die geschrieben sind und auch wenn man die vorliest, also das ist bei mir vollkommen egal. Ich kann die mir einfach nicht anhören oder sie lesen. Die sind einfach so, ja, schrecklich geschrieben. Also ich komme mit ihrem Schreibstil überhaupt nicht klar. Und deswegen habe ich hier die zwei Bücher, die ich auf keinen Fall lesen werde. Zum einen Safe Haven. Das ist der liebste Film, den ich von allen Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, von Nicholas Sparks habe. Also Safe Haven ist da wirklich mein Lieblingsfilm. Und Gott sei Dank habe ich das Buch noch nicht angefangen zu lesen, weil ich glaube, sonst hätte ich es mir ruiniert. Und das zweite Buch ist Kein Ort ohne dich. Und dazu habe ich den Film noch gar nicht gesehen. Und ich dachte, vielleicht hilft es was. Aber das andere Buch, das ich angefangen habe, dazu habe ich den Film halt auch noch nicht gesehen. Und es hat mir trotzdem nicht gefallen. Und ja, also Nicholas Sparks Schreibstil ist halt einfach überhaupt nichts für mich. Und ich werde einfach nur noch die Filme von ihm anschauen, weil die Filme sind grandios, aber die Bücher, die sind einfach nichts für mich. Niemals werde ich aufhören, dieses Buch zu feiern. Da habe ich mir die beste Reihe ausgesucht. Ich meine, wie kann es auch anders sein? Ich liebe Twilight und ich liebe die ganze Reihe und ich liebe auch die Filme, was echt komisch ist, weil die meisten Leute hassen ja die Filme und die Bücher so. Also irgendwas hassen die davon. Und ich habe halt zuerst die Filme gesehen und habe deswegen die Filme erst abgöttisch geliebt. Und als ich dann angefangen habe zu lesen, habe ich die Bücher gelesen und seitdem liebe ich die Bücher und habe sie seitdem ich sie gelesen habe, immer jedes Jahr zur selben Zeit rereadet. Ich liebe die Bücher und ich werde die wahrscheinlich immer und immer und immer feiern und niemals aufhören. Niemals werde ich dieses Buch verleihen. Da habe ich ein Buch ausgesucht, das ich schon mal verliehen habe, und zwar Das Parfüm von Patrick Süskind. Und dieses Buch habe ich neu gekauft und deswegen war mir das ganz wichtig, weil ich glaube, 10 Euro, nee, sogar 12 Euro dafür bezahlt habe für ein Taschenbuch. Das ist halt für meine Verhältnisse schon echt teuer, weil mittlerweile hole ich mir alles gebraucht in einem Zustand, der eigentlich an wie neu grenzt. Deswegen war das für mich damals schon echt viel Geld und dieses Buch habe ich dann eben an eine Klassenkameradin ausgeliehen, habe ihr versucht, ja, zu erklären, dass ich nicht möchte, dass dieses Buch eine Leserille bekommt oder am Ende schief gelesen ist. Und es waren nur minimale Veränderungen, aber es ist eine Leserille drin. Ich weiß gar nicht, ob man die sieht, wahrscheinlich nicht, weil die halt einfach echt richtig leicht ist. Und es ist halt auch ja, schief gelesen. Das sieht man hier unten noch ein bisschen besser. Auch nur minimal, aber ne, das bin halt wieder ich. Am Anfang war dieses Buch halt eben noch perfekt und jetzt ist es zwar etwas weniger perfekt, aber seitdem werde ich ganz sicher keine Bücher mehr, die mir wichtig sind, an andere Leute verleihen, auch wenn ich weiß, dass die genauso vorsichtig lesen wie ich. Aber ich mache das jetzt nur noch mit den Büchern, die ich sowieso aussortieren würde. Die gebe ich dann auch an andere Leute weiter. Aber die Bücher, die bei mir im Regal sind und dort auch bleiben sollen, die werde ich nicht mehr weiterverleihen. Und ja, somit alle Bücher, die ihr hier im Hintergrund seht, die ja, ich noch nicht. Also außer die, die ich noch nicht gelesen habe, weil vielleicht gefallen mir die nicht und vielleicht fliegen die dann raus. Aber ansonsten alle Bücher, die ich schon gelesen habe, hinten im Bücherregal, die werde ich niemals im Leben verleihen. Ja. Niemals werde ich aufhören, diese Leute zu taggen. Also. Also. Diese. Tag. Die meisten Leute, die ich immer mal wieder tagge, die haben ja dieses Video schon gemacht und alle anderen, die werde ich dann in der Infobox verlinken. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr für Bücher für diese Aufgaben hättet. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video. Also fangen wir an. Oh, warte, Buch. Achso, Ach so, ja, stimmt, Vorsicht, ja. habe ich schon mal. Okay, Ja. weiter. Niemals. Oh mein Gott. Ist wieder so wie vorher. Drück auf Stopp. Okay, warte. Weißt du was, ich tausche zwei Bücher, weil da ist es eigentlich sogar noch schlimmer. Okay. Für diese Aufgabe habe ich mir Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Cherry ausgesucht, weil dieses Buch, also. Nur so heftig. Ich tausche es jetzt einfach schnell, da war es viel heftiger. Das ist der Pizza-Service. Das ist unser Essen. Ja, mach auf Stopp, mach auf Stopp, mach auf Stopp, mach auf Stopp. Okay, ja, stopp. Kannst du sogar, komm hier durch. Also du musst gar nicht hinten rumgehen. Bleib einfach stehen, hock dich nicht mehr drauf, weil der Tisch ist so schmutzig, Claudia. Du bleibst jetzt stehen. Hier. Ich mach Letzte Frage, die nichts. letzte Frage. Sch Okay, ja. Oh, fällt sogar auf das schöne Buch, Claudia? Sorry, Ritz, das schau. sah nicht aus. Hauptsache ich Buch schreibe. geht vor Tisch, Claudia. Hauptsache ich schreibe das im Flur. Lass YouTube mal hier machen! Okay, was soll ich vorlesen? Wo Die waren wir? letzte. Die letzte. Also die vorletzte, die mit dem Buch zu tun hat. Die 6. Niemals werde ich aufhören, dieses Buch zu feiern. Nein, danach. Achso. Niemals werde ich dieses Buch verleihen. Sorry, ich habe gerade voll den bösen Blick drauf. Nochmal.